Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir machen uns heute auf den Weg zum Schelmendorf. Der Himmel, das der. Guter Part beginnt. Der Dorf. Wir machen uns jetzt auf zu Schelmendorf. Der Dorf liegt am Fuß des Himmelsgipfels, zu dessen Spitze jetzt ein neuer Pfad freigelegt wurde. Mit Hilfe von Projekt P vom besoffenen Pandier. Jawohl. Ich habe nicht genug Belebersamen. Deswegen gehe ich jetzt einfach hin. Schelmendorf. Also ich fand die Begründung, warum ich hingehe, eigentlich ziemlich logisch. Ich sehe jetzt nichts daran, was keinen Sinn ergeben könnte. Ja. Scheint wieder ganz schön lange Wanderung zu sein. Und ja, man merkt, wenn manche Leute sagen, legendäre Pokémon sind einzigartig, mystische auch. Ja, definitiv. Das ist also Schelmendorf. Er ist ziemlich friedlich. Willkommen im Schelmendorf. Freut mich, euch zu treffen. Mein Name ist Schelmen. Oha! Das hätte ich nicht gedacht. Ich lebe in diesem Dorf. Andererseits heißen alle Einwohner dieses Ortes Schelmen. Ja! Das habe ich mir irgendwie gedacht. Das macht es schwierig, uns auseinanderzuhalten, oder? Schön, dich kennenzulernen. Wir sind Team Gelb, Walcott. Was habt ihr für einen Scheißnamen? Mit euch will ich nichts zu tun haben. Ich meine, wollt ihr auch den Himmelsgipfel besteigen? Ja, stimmt, genau. Also nehme ich an, ihr kennt euch ganz gut mit diesem Berg aus. Das stimmt, wir leben hier schon seit langer Zeit. Wir sind hier, um Reisende auf den Berg zu führen. Aber um ehrlich zu sein, haben wir das schon sehr lange nicht mehr gemacht. Vor einiger Zeit zerstörte ein Erdbeben nämlich den Gebirgspfad, der hierher führte. Es hat das Erkundern von außerhalb erschwert, hierher zu kommen, und sie blieben fern. Wir waren sehr erstaunt, dass das Vermessungsteam in unser Das hat er 1:1 gesagt. Okay, ich verstehe. Das erklärt, warum über diesen Ort nur Legenden in Legenden berichtet wurde und niemand ihn jemals zu Gesicht bekommen hat. Ah ja, genau, übrigens, Legenden. Stimmt's, dass hier ein Schatz ist? Geld? Was glaubst du? Unser Job beschränkt sich nicht darauf, euer Bergführer zu sein. Aber letzten Endes müssen die, die den Berg erklimmen, bestimmte Dinge auf eigene Faust entdecken. Wir haben bloß die Weisung, euch bei diesen Entdeckungen zu unterstützen. Wirklich? Ich weiß nicht, ob ich alles verstehe. Eine Frage. Was kann man bisher bitte nicht verstehen? Im Großen und Ganzen hat er gesagt, die Schelmen sind da, um uns auf den Berg zu bringen, aber sagen uns jetzt auch nicht alles, was man finden kann. Punkt. Ja, stimmt schon. Übrigens, da wir das jetzt besprochen haben, was haltet ihr davon, wenn ich als euer Bergführer arbeite? Irgendwie habe ich während des Gesprächs Lust bekommen, mit euch zusammen den Berg zu besteigen, auch wenn ihr einen scheiß Namen habt. Echt ein nettes Angebot, ich habe auch schon dran gedacht. Hey Schmünter, was meinst du? Sollen wir Schelmen mit uns... was? Im Ernst? Glaubst du nicht? Wir sollten lieber einen Bergführer mitnehmen. Ja, aber nicht den Keck, der hat unseren Namen beleidigt. Schande! Ich denke wirklich, wir sollten das Angebot von Schelmen annehmen, okay? Nein. Was? Warum sage ich nochmal genau dasselbe? Two hours later. Nein. Sag mal, langsam reicht's mir. Meinetwegen. Das muss grad sein. Yay. Gut, ich werde am Eingang des Gebirgspfads auf euch warten. Der Gebirgspfad liegt von hier schnurstracks geradeaus. Kommt dorthin, wenn ihr mit den Vorbereitungen fertig seid. Tschö mit Ö. Mit was schreibt man Tschö sonst, du Opfer? Also, wir haben hier jetzt natürlich einige wichtige NPCs, mit denen wir reden können. Wir haben Schelmen,
Shamen, Shamen, Shamen. Ich glaube, mit dem Shamen kann ich... Ah doch, Shamen. Beginnen wir mit Shamen. Manchmal findet man Geheimräume im Gebirge. Entdeckst du eine geheimnisvolle Treppe? Ah ja, Geheimbazar. Wenn du von hier aus geradeaus gehst, kannst du den Gebirgspass nicht verfehlen. Die Blume, die hier blüht, nennt man Grassidea. Für uns ist es eine sehr bedeutsame Blume. Hallo Reisende, das hier ist der Shamen Lieferservice. Wir bereiten gerade noch die Eröffnung vor. Willkommen in Shamendorf. Wir haben seit dem Erdbeben nicht mehr so viele Gäste gehabt und das ist lange her. Hier gibt's nicht viel zu sehen, aber nimm dir Zeit und sieh dich in Ruhe um. Das war genug Zeit. Hier haben wir Pilippa. Nach kurzen Betriebsfällen sind wir bald wieder für Sie da. Bin gerade dabei, alles fertig zu bekommen. Hab noch Geduld. Mein Name ist Flunk Kiefer, Mitglied von Team Grenzland, dem Vermessungsteam. Ziemlich schwierig, hier hochzukommen. Als wir das Shamendorf entdeckt haben, haben wir vor Freude getanzt. Unsere Erschöpfung war verschwunden. Genau deswegen kriege ich nicht genug von Erkundungen. Mein Name ist Maschok. Ich bin der Anführer von Team Grenzland, dem Vermessungsteam von Projekt P. Wenn ihr in Schwierigkeiten steckt, lass es mich wissen. Ich bin ein Pilz. Ich bin immer noch ein Pilz. Die zwei Keks da unten kennen wir schon, mit denen rede ich jetzt nicht. Er wird den legendären Schatz für sich beanspruchen, ja. Glaube ich dir. Also, habe ich irgendwas, das ich ablegen kann? Das hier. Ich habe einen Belebersamen. Ich habe zwei Belebersamen. Mal ein paar Items mitnehmen. So, mein Lager ist gar nicht mehr so voll. Ich würde sagen, was ist dieses Schild? Palim, Palim. Der Keck. Ich meine, ist jetzt nicht so, als hätte ich so viele Pokémon. Den Himmelsgipfel besteigen. Seid ihr bereit? Alles klar, lasst uns unser Bestes geben, um die Spitze zu erreichen. Habe ich überhaupt irgendwelche Pokémon außer meinen beiden Mains? Und das, was an diesem Dungeon wirklich ziemlich... kann schon nerven, würde ich sagen. Und zwar, wir haben den ersten Zwischenlagerpass. Dieser Dungeon hat 10 Abschnitte. Alle 3 oder 4 Ebenen lang. Jedenfalls glaube ich, dass von den ersten keins nur 2 hat. Und das ist halt wirklich bisschen uff. Zu hinterfragen, finde ich. Ich meine, an sich macht es das Ganze ein bisschen einfacher, weil man halt bei jedem Pausenpunkt eigentlich einen Heal kriegen müsste, soweit ich weiß, aber... Aber wenn dann auch noch so schwere Ebenen wie die hier kommen, ist es schon ziemlich mies. Ja. Wir werden noch eine Jukebox-Folge in dem Projekt machen. Ich denke, da verzichte ich dann sogar auf den Rahmen und gebe euch stattdessen einen schwarzen Rand, weil ich weiß, dass alleine dadurch, dass diese Bilder geöffnet sind, geht die Performance schon runter. Ich will halt keine schwarzen Ränder in Originalaufnahmen. Dann mache ich das jetzt so, aber für die Jukebox-Folge... Die diesmal schlauerweise, nee, letztes Mal habe ich die, glaube ich, hier direkt nach dem Himmelsgipfel war die doch, ne?
Und dieses Mal mache ich die ganz am Ende, in der vorletzten Folge. Jedenfalls, wenn ich diesmal irgendwie den Verhängnisturm freischalten kann. Wir haben die erste Zwischenlagerlichtung fast erreicht. Ihr schafft das. Yo, wir schaffen das. Ja, hier sind auch schon ein paar Keks. Das hier ist die erste Zwischenlagerlichtung. Der Himmelsgipfel bietet Zwischenlagerlichtung zum Verschnaufen. Oh, ich weiß noch, was für... Ich hab mich so über diesen Namen Zwischenlagerlichtung aufgeregt. Ich muss noch mal... Irgendwann später guck ich noch mal, wie ich die Folge genannt habe, wo ich die Spitze erreicht habe. Das war das umständlichste Wort, das ich je erfunden habe. Der Weg vor uns ist weiter, also lassen wir uns in Abschnitten bewältigen. Vielleicht gleich aus dem Meme sogar dann die, entweder diese oder die nächste Folge, weil auch immer ich die Spitze erreiche, genauso. Ja, in-game speichere ich nicht so oft, bringt auch nix, aber... Und Pantimos guckt nicht so rüber. Wer seid ihr? Also du warst ja auch... Oh nein, ich hab total vergessen, das Item Siedelberg... Ja! Ich wollte gerade sagen, ich hab das Problem... Ich hab keine Ahnung, was das bringt, ist die Sache. Ich hab den letztes Mal nicht angesprochen, deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich mach das jetzt einfach mal. Oh wow, für mich, wirklich? Du bist großartig. Ich werde eine Möglichkeit finden, mich zu revanchieren. Ah ja, genau, hier, es ist das beste Item, das ich besitze. Es war nicht wert! Du Haufen Scheiß. Du bist wirklich nett, nicht wahr, Schminter? Bergsteigen beinhaltet Geben und Nehmen. Wir sollten anderen helfen, wenn sie in Not geraten sind. Ich sollte vielleicht... Ich sollte vielleicht ein bisschen hier... mit den Leuten sprechen. Vielleicht gibt's sowas öfter. Hoffentlich nur nicht mit Zinelbeeren. Halt die Fresse. Ja, ich bin sehr freundlich, Shaman. Das hast du gerade richtig erfasst. Gibt kein freundlicheres Pokémon als mich. Oh, Ehre! Ehre! Ah ja, übrigens, warum hier angezeigt wird, wie viele Items auf einer Ebene sind, das ist Shamans Fähigkeit. Ich weiß nicht, ob IQ oder normal. Auf jeden Fall ist das durch Shaman. Der ist schuld. Ich kann ja mal gucken, aber ich kann hier ja eh nichts ändern dran. Okay, ich kann es nicht mal nachgucken. Warte, auf Nummer sicher gehen. Also, ich weiß gerade nicht, wie man die wieder normal kriegt. Ich weiß nicht, ob das die Art von Items ist, die man zum Beispiel auf dem Geheimbazar reinigen kann oder ob der irgendwie nach der... Mission wieder normal wird oder irgendwas in die Richtung. Die Gegner werden eindeutig bereits stärker. Ja, lassen laufen. Ja, Leute. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Die Gegner werden stärker. Oh Gott, und da war Skunktank. Mit der hässlichsten Fähigkeit über... Oh, ich kann die zweite Zwischenlagerlichtung sehen. Wir schaffen das. Yo, wir schaffen das! Wow, unglaublich, das ist... Pokémon, wow. Ich bin ein Pilz. Wie wunderbar, das nenne ich Teamgeist. Ja, der Weg ist so schön. Also ich finde meine Synchronisation von Karpils persönlich ja fast so gut wie die von Pandia. Also mal mit den Leuten sprechen. Ich bin ein Pilz. Ich bin immer noch Maschok. Warum sage ich genau dasselbe?
Wir sind das Unterstützungsteam von Projekt P. Wir unterstützen bei Bedarf alle anderen Erkundungen. Es scheint, als ob der Pfad von hier aus in eine Höhle führt. Und damit kann man wieder zum Fuß des Berges mit der Drift-Zeppeli-Seilbahn. Ja. Shaman freut sich. Ah ja, wo ich jetzt nicht drauf geachtet habe, zumindest das könnte ich ja mal gucken. Kacke. Ja! Ich habe mir gerade schon gedacht, oh Gott, ein Skunk-Tank und ein Shell-Terra wird schwer genug. Warum rede ich? Ein Schlaforb reicht nicht. Falsch. Den da. So kann ich die Gegner zumindest verteilen und muss nicht gegen alle auf einmal kämpfen. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht irgendwie so funktioniert, dass die alle an selben Ort gebracht wurden. Jawohl, Treppe. Jawohl. Deckliert, Leute. Hat irgendwer behauptet, Monsterraum wird mir... Oh Gott, 55. Was ist mit dem Flockig? Hat irgendwer gedacht, ein Monsterraum könnte mich aufhalten? Bin wieder gut drauf heute, auch wenn die Ferien jetzt leider fast rum sind. Ich hab keinen Bock wieder auf... Also geht schon ziemlich schnell voran hier. Vor allem Äpfel sind in diesem Dungeon, glaube ich, das Unnötigste, das es geht, weil halt wirklich alle drei Ebenen der Magen aufgefüllt wird. Der geht einem nicht leer. Das ist die dritte Zwischenlagerlichtung. Übrigens, Schmünter, hast du zufällig schon Himmelspräsent während des Aufstiegs gefunden? Das ist ein einzigartiger Schatz, der nur auf dem Himmelsgipfel gefunden werden kann. Wie der Name nahelegt, wird es als Präsent an andere verschenkt. Und was da drin ist, bleibt verborgen, bis es geöffnet wird. Eine geheimnisvolle Sache. Aber wenn es derjenige öffnet, der es gefunden hat, ist es komplett leer. Opfer! Wenn man ein Himmelspräsent aus Dankbarkeit verschenkt, sagt... Macht man den Empfänger sehr glücklich, sagt man. Warum versendest du nicht ein Himmelspräsent an jene, die dir geholfen haben? Also an meine Freunde, zum Beispiel. Reptain. Vorhin habe ich Shaman reden hören. Ja, welches? Ich habe ein Himmelspräsent gefunden. Team Gelbwallcode hat die Welt gerettet. Ich bin euch jetzt zu was schuldig. Hier, nimm das. Okay, ich krieg das Himmelspräsent. Um es mal zu zeigen. Eisen. Ehrenpatschi-Riese. Du bist schon wieder hier. Was, Himmelspräsent? Das ist kein richtiger Schatz. Schätze sind sinnlos, wenn man sie nicht behalte. Alter, halt die Fresse. Ich dachte, das Himmelspräsent sei eine Art Witz, weil es komplett leer war, als ich es geöffnet habe. Aber ich hatte mich geirrt. Sein Herz in ein Schatzgeschenk zu stecken. Klingt schön, nicht wahr? Eigenartigen Schatz, der ins Geschenk weitergegeben wird. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Der Inhalt ist dann ja auf jeden Fall kein Thema mehr. Nein, was rede ich da? Wie kann ich nur so kleine... Ja! Ich bin hässlich, Ja, und dann will ich... Hallo... Einer meiner Freunde hat bald Geburtstag, das wäre ein guter Anlass, eins zu verschenken. Nee, also doch, aber nee. So, mal wieder saven, geht gut voran heute. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber wir erreichen was in der heutigen Folge.
Das ist in diesem Projekt selten genug, wenn man mal ehrlich ist. Irgendwie ist die Leistung halt echt immer so null. Das fällt mir selber gerade mal so auf und das ist halt schon traurig. Sag mal, du hast mich angegriffen, dann kriegst du jetzt auch Schelle. Das Ding lebt einfach. Ich sagte... Ich glaube, ich hab was im Hals. Oh, da bin ich wohl ausgerutscht. Wie schade. Ich hab nur 2 von den Dingern. Ich kann mir das nicht leisten. Und jetzt ist die Ebene schon komplett anders aufgebaut. Seht ihr? Kniesaboss, yay. Oh nein. Safkon kommt und Roselia stellt sich in den Weg. Was, das lebt noch? Nein, Safkon hat uns erreicht. Was tun wir jetzt nur? Es ist tot. Ja. Das hier wird schon deutlich schwerer als ein Safkon. Essen wir die fette Schildkröte. Hoffen wir einfach, dass er mit Fragezeichen Man verwandt ist. Ja, der Crit hätte früher kommen können, oder nicht? So, dann 4. Zwischenlager, Passebene 2. Ich hatte kurz Angst, dass das ein Monsterraum ist. Ich hab kurz gedacht, das ist ein Monsterraum. Und das wäre nicht toll gewesen. Kackviech. Ich glaube, da sollte sich nicht das Elektro-Pokémon drum kümmern. Machen weg, Fragezeichen, Man. Hier unten. So, noch eine Ebene, dann sind wir beim 5. Zwischenlagerpass. Ah, seht ihr jetzt? Ich glaube, man kann die sogar erst ab jetzt finden. Und du hast ein Himmelspräsent aufgehoben. Die kann man halt an Pokémon, die man rekrutiert hat, verschicken. Und soweit ich weiß, in der Regel schicken die einen Stunt zurück und man bekommt halt irgendein Item. Wir sind schon fast an der 4. Zwischenlagerlichtung. Los! Jo, wir schaffen das! Und schon wieder die Leute allesamt. Ich bin ein Pilz. Ja, danke. Du bist wahrscheinlich müde, oder? Lass uns eine kurze Pause. Stimmt was nicht? Der Konter Sneebel wurde von einer dubiosen Gruppe in der Nähe der 5. Zwischenlagerlichtung drangsaliert. Ich bin leider keine große Hilfe, wenn mich also mit jemand... Ich kann so viel sagen. Die helfen vielleicht besser. Also ich bin mit meinen Typen hier gar keine Hilfe. 5. Zwischenlagerlichtung. Oh, sag nix. Schmünter, wir sollten uns auch beeilen. Ja, Shaman weiß Bescheid. Guter Soundtrack hier übrigens, gerade auf der Ebene, muss ich sagen. Ist vielleicht einer meiner Lieblingstracks im Spiel. Ich meine, hört euch mal an, wie cool der ist. Ja, doch, der ist schon geil. Und für Menschen, die keine Ironie verstehen,
Ihr habt gerade keine Halluzination oder sowas. Ich hab einfach mal wieder herumgelabert, da hat keine Musik gespielt. Und du machst hier keinen Karateschlag, sonst kriegst du Karateschelle. Ups. Nix passiert. Du hast mir vorhin schon mal einen Belebersamen rausgeprügelt. Das machst du nicht nochmal. Damit wir uns hier richtig verstehen. Siehst du? Also, weiter Treppe finden. Lü. So, Treppe gefunden. Ich würde sagen, das machen wir heute noch. Passt ja dann auch, wenn... Also, ich bin mir zumindest sehr sicher, es gibt 10. Dann hätten wir heute die Hälfte geschafft. Ah, ein Himmelspräsent. Ich sammle einfach mal welche. Ich meine, gibt's ja sowieso nirgends sonst im Spiel. Da hat Shaman schon die Wahrheit gesagt. Die braucht man wirklich in keinem anderen Dungeon zu suchen. Jawohl, Level Up 34. Oh Gott. Erst, ich muss doch auf 41. Ich habe das Gefühl, ich bin sau underlevelt. Ich habe so einen YouTuber geguckt, ich bild mir ein, der hatte hier schon längst die Attacke. Was ich noch hier wollte, war genau, erhöht die Defense. Ich meine, in der Regel muss sowieso Schmünter mehr einstecken, weil er vorne steht, also kriegt der auch den Verteidigungsboost. Ah, Spezialangriff. Hä? Wo ist das Ding hin? Es ist einfach voll. Sind wir einfach dran vorbeigerannt? Es ist einfach weg gewesen? Es war. Ich bin einfach nur so die Felder lang gerannt. Auf einmal war es nicht mehr auf der Karte. Und zack. Okay, wir haben das erste Mal mit 4 Ebenen dazwischen. Das hat dann ab sofort, glaube ich, jede. Oh. Nissen. Zwei Slime-Kost habe ich. Ah, dadurch, dass ich... Ah, geil, dadurch, dass ich so eine... dass ich eine Zwischenlagerlichtung erreicht habe, ist der Belebersamen, den ich gefunden habe, der nicht funktioniert hat. Der funktioniert jetzt. Ach, Shaman, du... Okay, solange nichts passiert. Jetzt aber. Das regeln wir jetzt heute auch noch. Auch wenn ich zwar nicht denke, dass ich hier wirklich was erreichen kann. Sehe bereits die 5. Zwischenlagerlichtung der Heilung. Ja. Pflanzen-Pokémon. Und ich Elektro und zweimal Pflanze. Ich glaube, eine schlechtere Typenkombi ist schwer möglich. Okay, außer man nimmt jetzt gerade 2 Wasser-Pokémon mit, sag ich mal. Dann ist man aber auch vom Teambau her scheiße. Ja, okay, allgemein Wasser und Pflanze oder so wäre schlimmer. Oder Wasser und Elektro. Autsch. Ist alles in Ordnung? Wir sind gekommen, um zu helfen. Ja, uns gibt's auch noch. Wie, ihr kamt, um zu helfen? Was fällt euch ein? Wir sind Team Grenzland. Nur Feiglinge würden als Gruppe ein einzelnes Pokémon angreifen. Warum greift ihr nicht jemanden an, der euch ebenbürtig ist? Weil es hier keinen gibt. Wir sind trotzdem krasser. Oh, klingt nach einer spannenden Herausforderung. Ja, halt, einen Augenblick mal. Ja, Shaman, du solltest Streitschlichter werden. Irgendwie auch ein bisschen dumm, dass ich jetzt wirklich hier starte.
An sich wär's irgendwie doch das Sinnvollste, wenn ich mich ein... Jetzt mal im Ernst, die schaffen das doch alleine! Team Grenz... Jetzt mal im Ernst. Ich teste das jetzt mal. Ich will das jetzt mal testen. Ich meine, die sind nicht in meinem Team offiziell, deswegen verbrauchen sie nicht meine Belebersamen, wenn sie sterben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die diesen Bosskampf alleine schaffen, ne? Okay, die tanken schon ganz gut, die Venufliebes, aber... Jetzt mal im Ernst, ich stell mich jetzt einfach hier hin und lass Team Grenzland die ganze Arbeit machen. Ich glaube, wir haben offiziell den schwersten Bosskampf im ganzen Spiel gefunden. Ich meine, den Tutorial-Boss gegen Smogon und Zubat kann man schon eigentlich gefühlt nicht verkacken. Aber hier muss man ja gar nichts machen, außer dastehen und warten. Ja, erstes Tod. Er sagt halt, dastehen und warten. Ne? Man muss immer noch seinen Schlag ins Nichts machen. Was ist denn das für ein Bosskampf, Alter? Oh nein. Das Venufliebes will mich angreifen. Nein, jetzt mischt Shaman sich... Ah, doch nicht. Ich kann Shamans Taktik nicht ändern. Komm, tötet's. Na, Mann, Shaman! Mal ein bisschen zum Zugucken. Ja. Genau, Leute, weiter so. Wir sind ein echt gutes Team. Ich finde das eine faire Arbeitsteilung. Es ist so dumm. Ich stehe einfach hier und mache nichts. Ich verstehe es nicht. Ich habe selten so einen schweren Bosskampf erlebt. Also, wenn ich das Gameplay irgendwem zeige, ich kenne Leute, die behaupten, die Afterstory von Team Himmel wäre der schwerste das Storyteil der ganzen Mystery Dungeon-Reihe, wo ich ohnehin widersprechen muss. Mir selber muss ich sagen, viel am schwersten in der Reihe Super Mystery Dungeon Quappofluss inklusive Bosskampf und Portale in die Unendlichkeit. Da ist jetzt ganz große Spoilerwarnung erstmal vor dem Kommentar. Portale in die Unendlichkeit. Eispalast, Riesenkristallturm und der Bosskampf gegen Somniam und die Truppe. Das war für mich... Und die Afterstory, der Nabel der Welt. Das war für mich das Schwerste in der Mystery Dungeon-Reihe. Aber dieser Bosskampf reiht sich auch sehr gut dazu ein. Ich muss echt mal das Gameplay... Das kann ich keinem zeigen! Ich kann das doch nicht auf YouTube hochladen! Mann, Schritt laufen, damit ich noch besser sehen kann, oder ist es tot? Nee. Wow! Nach 5,5 Stunden ist Mama Schock raus! Und der Kampf endet sofort danach! Jetzt mal Fresse hier! Was? Wie, du? Oh, ein Shaman aus dem Dorf ist schon weit hierher. Nun,
Anscheinend habt ihr euch kein bisschen verändert, wie du fliebest. Wir haben doch euch bereits darum gebeten, keine Erkunder mehr zu stören, oder etwa nicht? Ja, aber Sneebel hat angefangen. Wir haben einen Schatz gefunden und der hat ihn uns direkt vor den Blättern weggeschnappt. Wo ist er überhaupt? So ein... Er hat sich im Trubel davon gemacht. Ich bin ein Pilz. Wir dachten alle, ihr würdet die Verantwortung tragen. Naja, man kann auch nicht unbedingt das Gegenteil behaupten. Hey, da haben wir uns so lange nicht gesehen, Shaman, und dann werden wir so behandelt? Ja, ist schon okay, es handelt sich um Shaman, also belassen wir es dabei. Eure Entscheidung, den Berg zu besteigen, aber ich mag es nicht, wenn er einfach jedes Pokémon tut, wonach ihn gerade ist. Tschö, midö. Entschuldige, Verhalten. Die Venofliebes haben das ja als ihr Gebiet beansprucht. Sie sind wirklich nett, aber manchmal vergreifen sie sich im Ton. Wir sind auch ein wenig selbst schuld. Statt ihnen zuzuhören, haben wir uns direkt in den Kampf verwickeln lassen. Ich nicht! Ich bin pazifistisch. Mir kann man nichts sagen. Ich habe kein einziges von ihnen angegriffen. Das ist irgendwie kein gutes Zeichen. Man sollte eben nicht vor... ich meine natürlich, ich bin ein Pilz. Alter, jetzt... Ja, oh Mann, das kann nicht sein, als ob ich das jetzt verkackt habe, den Dialog. Sorry. Schon in Ordnung, solange ihr es versteht. Gut, lassen wir es uns unter... Und ich schaff's nächste Folge noch nicht. Wir sind auf halbem Weg zum Gipfel. Lol. Beim nächsten Mal geht's weiter mit dem Himmelsgipfel, auch wenn wir es vermutlich noch nicht schaffen werden. Bis dann, ciao.